Definition, bitte. Die Argumentation, die die Kirche da teilweise fährt, ist eine sehr, sehr steile Argumentation, nämlich, dass sie sagt, die Kirche habe keine Vollmacht, quasi gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Mhm. Ja, erstens einmal wird in dem Fall außerdem alles Mögliche gesegnet. Also vor Autos angefangen, sogar Waffen unter gewissen Umständen werden gesegnet. Hüser, für ein Auto. Und, aber mit dem hat die Kirche keine Vollmacht. Also das ist schon mal, schon von dem her ist es nicht wirklich glaubwürdig. Mhm. Und in einem gewissen Punkt kann man sogar recht geben, weil die Kirche hat wirklich in dem Sinn keine Vollmacht an Gott zum Segen, was er segnen soll, oder? Also das ist ja auch immer verbunden mit einer Segensbitte, dass Gott. Ja, aber ich denke, sie segnen ja im Namen von Gott, oder? Ne? Ja. Das ist nicht richtig. Hoffentlich schon. Ja, ja, und dann ist denn natürlich haben sie nicht die Vollmacht. Also letztlich ist es ja ganz komisch. Letztlich ist Gott derjenige, der segnet, oder? Ja. Ja. Aber wenn du eine Vollmacht hast, dann ist es ganz oder gar nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe die Vollmacht dann nur für gewisse Dinge, wenn du sie richtig verstehst. Das ist ja auch eine schöpfungstheologische Argumentation. Da haben wir doch letzte Woche drüber geredet. Weißt du noch? Ja. Am Freitagnachmittag, wo wir gefaltet haben. Wo wir gefaltet und Regenbogenfahnen ausgedrückt haben. Genau. Wo ich gesagt habe, wenn du davon ausgehst, dass jeder Mensch ein Geschöpf und geliebtes Kind Gottes ist, dann musst du auch davon ausgehen, dass Gott will, dass ich, genau, ganz persönlich ich oder nicht einfach bloß ich als Geschöpf, sondern ich als Individuum glücklich werde. Und dann müsste er auch quasi alles, also den Segen darüber sprechen können. Also wenn ich sage, Entscheidung für dich akzeptieren müsse, oder? Ja, das nicht, aber wenn ich sage, ich bin in dieser Beziehung und ich möchte mit Hingabe und Liebe diese Beziehung leben, ne, und mich dem anderen Menschen schenken und so weiter und so fort. Dann schon. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo miteinander. Ihr hört, wir sind schon voll in dem Thema Dinner. Es geht natürlich um das Segnungsverbot. Und jetzt haben wir uns gedacht, gleich nach Veröffentlichung für unseren ersten Podcast, werfen wir noch gleich einen zweiten in die große, weite Welt des Internets. Es war ein dringendes Bedürfnis von unserem Herrn Pastoralleiter, Stellung zum Nähr. Und wir finden alle, es ist auch jetzt ganz wichtig, dass wir da vielleicht erklärt Transparenz reinbringen können in das Thema. Und vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass Ovila schon in Regenbogenfarben erstrahlt. Wenn noch ein bisschen verluftet, gell, ja. Franziska? Ja, Entschuldigung, die große Fahne kommt noch. Also die große Fahne kommt noch, ja, die müsste jetzt gar kommen. Wobei wir sind nicht die gewesen, wo die in Altstadt geklaut hat, gell, im Fall. Stimmt, ja. In Altstadt hat man die Fahne geklaut. Also wenn der bei uns die ohne hängt, die haben wir selber gestellt. Ja, stimmt, den Alten hat man nicht. Wie Mama hat der Vorschlag gemacht, die können ja nur schnell an die Nähe. Ah ja. Marie froh, habe ich keine Regenbogenfarbenstift da hocken. Sie hat übers Wochenende genäht. Ja, ja. Genau. Also, Esther, wir haben vorher schon mal ganz kurz, um was geht das? Vielleicht, wer mag das ganz kurz darstellen? Der Michael. Um was es geht? Ja, ich kann da mal ein bisschen zitieren aus diesem. Nein, nicht zitieren, das versteht wieder jemand. Das versteht man. Das kann man ja übersetzen. Ja, du sollst gleich bitte übersetzen. So gut. Ja, also der Haken der Geschichte ist die Verbindung oder die Verquickung. von diesem Segen, der man da gibt, mit der Institution der Ehe, mit dem Sakrament der Ehe. Und das bringen sie so in einen so engen Zusammenhang, dass sie das eigentlich gerne mal separat sehen oder gerne mal wirklich separat sehen können, wenn es um das geht, weil sie Angst haben, dass quasi die Ehe als Institution Schaden nimmt. Und ich sage jetzt, warum sie argumentieren jetzt halt, dass in der Ehe ist es wesensmäßig so, dass es auf Kinder und auf quasi natürlichen Nachwuchs
eines Mannes und einer Frau angeordnet ist. Das ist das Konzept der katholischen Ehe. Also wenn zwei jetzt von vornherein sagen, na, sie wären eh kein Kind, dann wäre das eigentlich nicht gültig geschlossen. Oder? Und das ist der Grund, wo sie sagen, okay, das sind die Pläne Gottes für seine Schöpfung, dass man sich fortpflanzt und so weiter. Und darum ist das Ganze auch so konzipiert worden, weil man möchte den Plänen Gottes entsprechen. Dass Gott vielleicht da eine kleine Vielfalt gebaut hat und jetzt nicht alles so funktioniert, wie wir uns das von Gott vorstellen, ist da nicht mitbedacht. Also dass das auch eine Buntheit hat natürlich, die menschlichen Beziehungen zueinander, dass das nicht immer so Männle-Wieble mit zwei, drei Kindle ist, dass diese Beziehungen gelingen werden, auch wenn sie, oder gerade weil sie sehr bunt sind, das steht für mich außer Frage. Aber das wird da einfach nicht beachtet. Es ist sozusagen der direkte Zusammenhang von der Ehe mit dem Thema Segnung von Partnerschaften hergestellt. Und wenn sie das machen, dann müssen sie tatsächlich sagen, na, dann können wir das nicht segnen, obwohl man so Feuerwehrautos und so gerne Kinderfahrzeuge. So, ja, Kinderfahrzeuge. Alles Mögliche segnet man, nur Partnerschaft nicht, eine Beziehung nicht. Und das ist eigentlich der Grundfehler ist das eigentlich, dass sie den Zusammenhang so stark machen. Also von der Institution, dem Sakrament der Ehe mit einem Segen, mit einem Gutsagen für menschliche Beziehung, die halt nicht in den Rahmen der Ehe nicht passt. Genau. Weil sie das so verknüpfen. Aber was das Grundproblem ist an der ganzen Diskussion jetzt, oder? An diesem Mini-Aufschrei, wo mir ja persönlich schon ein bisschen fehlt, an aussagekräftiger Hashtag, und ich denke da gar nicht so, es wird eigentlich die Wogen hochgau, aber das ist ja gar nicht so extrem ausgefallen, wie man das eigentlich aus unserer Empfindung her monatet. Weißt, das hat nicht jeder mitgekriegt. Sondern eh nur die Kirchennahen zum Beispiel. Ja, es kommt darauf an, in was für Kreisen du dich bewegst. Ne? Ja, genau. Also meine Facebook- und Instagram-Timelines sind seit einer Woche voll von... Natürlich, aber es ist klar, oder? Du bist pastoral, also du studierst Theologie, oder? Ja. Aber ich war jetzt heute zum Beispiel, war ich am Vormittag, ich bin Arzt. Und dann kommt man natürlich zum Reden im Wartezimmer und dann habe ich eine Frau gefragt, ob sie von dem gehört hat, oder? Dann sagt sie, ja, ich glaube, voll AT oder so, ist was gestanden, so sollte sie das gar nicht wissen. Ja, gell, irgendwas wächst der Schwuler oder so nochmals. Das ist das, was hängen geblieben. Irgendwas, was wächst der Schwuler. Wow. Und als uns überhaupt nichts, oder? Und was hat das jetzt übrigens mit Regenbogen, das hat sie mich gefragt, was hat das mit Regenbogen zu tun, oder? Also, das ist für viele ja ganz fremd noch, oder? Wo vielleicht auch an einer anderen Generation aufgewachsen sind, die haben das gar nicht so als Thema. Und dass man, glaube zum Verständnis für alle, warum genau das jetzt in dieser Woche oder letzte Woche aufgepoppt ist, muss man wieder zusagen, dass Deutschland, oder, hat in Vatikan einen Antrag gestellt quasi. Kann man das so sagen? Ein Antrag auf Einführung. Ein Formular ausgefüllt, wahrscheinlich. Im Pfarrprogramm. Und dass das dann unter Acker ist, wundert mich nicht. Auf jeden Fall, der in Deutschland geforderten Einführung katholischer Segensfeiern für homosexuelle Paare. Genau. Und auf das hat die Glaubenskongregation eine Abfuhr erteilt. Eine kategorische Absage, genau. Also das hat für mich jetzt einmal erklärt, und da habe ich mir die Süddeutsche lesen. Verstehst du? Nicht Vatican News, wo bei mir auf Top-Dings ist im Facebook, oder? Sondern ich habe mir so eine Süddeutsche Zeitung lesen, damit ich überhaupt checke, warum kommt denn das jetzt mal da auf? Und dann habe ich auch festgestellt, dass im Jänner schon diskutiert worden ist und das sogar der Papst letztes Jahr im Herbst sich schon dazu geäußert hat, dass, wenn ich das kurz vorlesen darf, homosexuelle Menschen seien Kinder Gottes. Wenn eine Person homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu richten? Genau, und da ist eigentlich Mann, dass da alles in Butter ist, oder? Ja, das,
Also das betonen sie ja immer wieder, oder? Also dass der einzelne Mensch wird natürlich nicht verurteilt und wird seelsorglich betreut und wird nicht ausgeschlossen. Aber der Haker ist dann immer in der gelebten Beziehung vor zwei gleichgeschlechtlich Fühlenden. Also ganz platt. Spießt sich's denn, oder? Also der Einzelne, du bist natürlich super, aber was du empfindest für den anderen und wie du dann lebst, das ist nicht okay, oder? Aber du selber bist natürlich super. Und das ist auch so eine ambivalente Geschichte, wo man denkt, ja, okay. Man kann dir nicht sagen, du bist super, aber das, was du da, tausend aber noch dazu, Arne, oder? Ja, aber ja. Also das, die Gefühle, die sind mal gar nicht gut, oder? Zum Beispiel. Und die Sünden, ja sowieso nicht. Und ich meine, da kommt meistens immer ein klar aber, oder? Wenn wir uns ganz ehrlich sind. Ja, und wie ich vorletzte Woche beim Pastoralerstlehrgang gelernt habe, wenn man einen Satz beginnt und dann ein aber einbaut, wird alles, was vor dem aber steht, automatisch gelöscht. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Also, dass wir da einfach auch ehrlich sind und sagen, ja gut, denn wir müssen einfach mal über das Thema reden, dass manche in der Kirche immer noch davon ausgehen, dass das irgendwo sündiges Dasein ist, was man führt, wenn man nicht verheiratet ist. Und ich glaube, da geht es über das Thema der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft raus. Ich vermute, dass die sich auch extrem schwer tun, zwei einfach der Särge zu gehen, wo entweder geschieden sind oder wo halt zusammen leben, ohne dass sie kirchlich geheiratet haben. Und das ist einfach so nicht mehr tragbar. Das ist vorgestern, das Ganze. Und da gewinnen wir keinen Blumentopf, wenn man mit so Sachen. Der Liebe ist wieder in Rage. Was für Garage? Das hat sie nach dem letzten Mal, hat sie das wahrscheinlich extra rausgesucht, damit sie das jetzt abspielt. Ja, genau. Und sich schon gefreut. Ja, und das hat jetzt schon die ganze Zeit. Er war schon voll drin, gell? Und so hinter Dings. Aber er hat vollkommen recht, Herr Pastoralleiter. Sie haben du gibst mir auch mal recht. Ich gebe dir mal recht. Können wir das bitte notieren im Kalender? Ja, ich schreibe es auf. 22. März 2021. Das muss ich mal dick ausdrehen. Ja, dass ihr mich hier die Rasenreporterin gibt mir recht. Genau. Super. Die ja, Investigative, wo Umfragen macht. Ich glaube halt, das Ganze, weil du vorher gesagt hast, oder, dass die Leute eigentlich gar nicht so recht wissen, wie und was. Ich glaube, dass man auch, dass die Kirche auch die Relevanz in der Gesellschaft ein Stück weit verloren hat, dass das jetzt das Top-Thema auf allen Portalen ist. Die Zeiten sind auch vorbei. Mhm. Also ein gewisser Kreis regt es noch auf überhaupt und vielen ist das eigentlich auch schon wurscht, was da daherkommt. Das ist eigentlich auch der eigentliche Skandal. Ja, das Gefühl an einem Wochenende auch. Und ich bei meiner Recherche ist das ein kleiner Lustiger, dass wenn das hingehst, wie viel und logisch, wie viele Medien haben über das Thema berichtet, oder? Ja, das ist ein verschwindend geringer Prozentsatz, oder? Und das ist eigentlich das Katastrophale in der ganzen Sache, oder? Also, könnte man sagen, die Kirche schufelt ja ihr eigenes Grab. Und mit solchen Dings, da tut sie die Letzte, wo sich irgendwie nur daran heben, dass sie sich denken, okay, ja, es war nicht anders zu erwarten. Ja. Einerseits ja, andererseits, ich meine, wir kennen das ja als Vorarlberg so von der politischen Ebene, oder? Da gibt es das Land Vorarlberg und da gibt es den Bund und da gibt es die EU. Und je größer das Ganze wird, umso nebulöser wird das, umso weniger Vertrauen hat man, umso größer der Blödsinn kommt da daher. Und ich glaube, so sollte man es halt da auch machen, dass wir sagen, genau. Jetzt, wir würden uns da jetzt wahrscheinlich nicht dran heben, auch die Regel, wo da daherkommt, weil es einfach mit unserem Gewissen nicht vereinbar ist. Und das ist gut so. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Also wenn denn die deutsche Kirche und die österreichische Kirche sagt, nein, wir stehen zusammen, wir segnen trotzdem die Paare, seien es die gleichgeschlechtlichen Paare oder die, wo geschieden sind oder wo es aus irgendwie einen Neustart machen miteinander oder wo nicht verheiratet sind. Da bin ich gespannt, was sich denn ergibt. Aber ich glaube, es wird auch nicht allzu viel passieren, weil was werden sie denn machen? Oder? Und das hat sich, glaube ich, geändert gegenüber vor 10 Jahren, dass so ein offener Widerstand, wie er jetzt passiert, einfach auch denn eine neue Realität gibt. Und wenn man sagt, ja, na, wir machen das einfach nicht mit. Mit Donnerung und ganz vielen anderen Themen ist es halt Revolution. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass Glaube immer in der Pfarre vor Ort stattfindet. Und nicht auf einer weltkirchlichen Ebene. Und dass im Grunde
nicht irgendein einer aus der Glaubenskongregation, aus dem Gremium, wo da diese Regeln da rauskommen, gemacht wird, sondern der Glaube passiert immer vor Ort und in Beziehung mit den Leuten, wo ich wohne und wo ich zusammen bin und mit der Pfarre, wo ich Kontakt habe, im Idealfall. Und das ist das, was auch stützt und Kraft gibt, und dort spielt es sich ab. Mhm. Oder? Von der Ebene her. Aber da kann man ja dazu sagen, dass wir da in Vorarlberg ja schon sehr fortschrittlich sind, oder? Sogar der Bischof hat eine Stellungnahme abgegeben. Was wollte ich sagen? Mhm. Der Michael hat mir jetzt gerade so arg schon fragend oder ja, so. Ich bin mir fragen, ob ich noch was sagen darf, wenn ich auch nicht zu viel rede. Eigentlich so verschreckt und so eingeschüchtert. So. Kann ich jetzt noch was oder darf ich nochmal? Nein, es war schon mal nichts. Ich sage jetzt mal schnell, was der Bischof gesehen hat. Ja, aber so ist gut. Es ist gut, dass ich nichts gesehen habe. Ja. Also der Bischof hat im ORF was Stellungnahme abgegeben und sagt, die katholische Kirche in Vorarlberg und ich stehen für eine Kirche, in der alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung einen Platz haben. Kirche ist Heimat für alle Menschen. Niemandem von uns steht es zu, über die Lebensform anderer zu urteilen. Cooles Statement, oder? Mhm. Sehr und das, aber das passt mit dem zusammen, oder was du sagst, oder? Aber Pfarre oder Kirche findet in Ort statt, vor Ort. Und man darf da nicht schauen, was sich da dir in Rom immer ausdenken. Mhm. Ja, ich bin froh um das Statement, muss ich auch sagen. Weil er einfach, wenn der Bischof da auch voll dahinter steht und die so öffentlich sieht, dann ist das etwas, wo Luft verschafft und wo einen gewissen Spielraum gibt. Mhm. Für alle, die auch so denken. Ja, aber es sind ja nicht alle, gell? Denn zum Beispiel der Görlitzer Bischof, in das begrüßte das Schreiben. Bei dem Nein zu einer Segnung geht es aus meiner Sicht vor allem um eine klare Stärkung der Ehe zwischen Mann und Frau. Aber also das gibt ja noch genug. Es gibt genug Bischöfe, ja, wo oder Priester, wo diese begrüßen und sagen, ja, was soll denn das? Und genauso breit ist das Thema in der Öffentlichkeit dort, bei den Gläubigen, dass da ganz viele dabei sind, wo der Ansicht sind, ja, das ist ja nicht normal, oder? Mhm. Ja. Wo heute noch wollen, das hat man sich ausgesucht, oder? Also da, aber auch das ist, glaube ich, eine Entwicklung, wo jetzt langsam vielleicht dann schon mal in die Köpfe der Menschen reingeht, oder? Dass das einfach dazugehört zum Leben. Und dass das immer schon gegeben hat, nur früher hat man es halt unterdrückt und jetzt darf man das halt auch sagen, oder? Ja. Ich meine, das ist eine Entwicklung und das braucht auch noch etliche Jahre, denke ich, bis das wirklich angekommen ist, dass es um Dinge wie Vertrauen, um Dinge wie Liebe, wie einen Weg miteinander zu gehen, letztlich geht und nicht darum, sind es das zwei Männer oder zwei Frauen, wie auch immer. Ja. Mhm. Also, aber ja, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, wo die Kirche momentan oder die offizielle Kirche momentan nicht mitgeht. Und das, manchmal gefällt das, manchmal gefällt das nicht. Ja. Ja. Haben Sie die Kommentare gelesen, was denn da unter den bei Vatikan News? Ich vermeide es meistens eher, solche Kommentare zu lesen, weil ich die selten informativ finde. Nein, die sind nicht informativ. Das ist halt im Internet sehr schwierig oder ja, so. Diskussion. Aber die sind manchmal amüsant, oder? Mhm. Und du siehst ein kleines Abbild unserer Gesellschaft, oder? Und wie viele, dass sich da wirklich dafür ausgesprochen haben, oder? Jawohl, weil das ist eine Sünde und das hat der Gott nicht vorgesehen, Adam und Eva und so und ich weiß nicht was. Und also brutal, die sind sich dann da teilweise fast virtuell an Gurgel gegangen, oder? Mit einer Diskussion. Und du siehst aber die Leute, wo Kirchen nah sind, die beschäftigt ist, oder? Und auch die sind komplett gespalten, oder? Mhm. Das habe ich gemerkt letzte Woche, Montag oder Dienstag, wo es gerade frisch draußen war und ich bin noch in einer WhatsApp-Gruppe mit den Studierenden aus Innsbruck und da ist es abgegangen und das war im Prinzip auch genau so ein Querschnitt, oder? Wo du ihn überall findest im Internet. Oh, bei der Junge in dem Fall. Ja. Ah, schau, siehst du? Ja. Aber das ist ja wahnsinnig, oder? Der Schmann in der heutigen Zeit. Ja. Dass diese Generation alle eigentlich so offen sind und
Aber, und da sind wir wieder bei dem Thema. Ich habe mir dann gedacht, okay, wen betrifft das jetzt? Es ist ja ein verschwindend geringer Anteil der Bevölkerung, wo das betrifft, oder? Und das wird jetzt da so hochbauscht und eigentlich tut sich da bei der Vatikan eigentlich auch wieder kein Gefallen, oder? Wie mit der Meldung, dass Frauen jetzt so Lektoren sein dürfen, oder? Wo du denkst, was ist denn jetzt los? Das ist ja schon lange so bei uns, oder? Das muss ja nicht jeder wissen, dass das einfach noch gar nicht offiziell war, quasi. Und da ist jetzt auch so, oder? Das hätte man sich ja niemals nachgedacht. Und wenn man einen lässigen Pfarrer hört im Ort, dann ist es ja für die Leute ganz selbstverständlich. Und dann kommt der Vatikan wieder her und sagt, du, na, aber wir sind dann schon erst im 17. Jahrhundert oder so damals, oder? Ja. Übertrieben gesehen jetzt. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine allzu große Relevanz hat, hoffentlich. Dass das Entscheidende vor Ort passiert und, ja. Und da gibt es genug, die sich jetzt ganz eindeutig positionieren, die, die da einfach auf die gelingende Beziehung schauen und nicht drauf, ja, wer da. Ob jetzt das genau Männli und Weibli sind und wie viele Kinder sie haben, und das ist, glaube ich, gut, ja, dass das jetzt so offen gesehen wird und dass man da auch irgendwo einen offenen Widerstand in dem Sinn spürt, also dass der Widerstand so spürbar ist und man sich das so jetzt so sehr traut, heutzutage. Das ist so gut, einfach, oder? Dass es so einfach nur mehr geht. Na, dann muss ich sagen, aber in Weiler, wir sind in Regenbogenfarben. Unser Pfarrer. Unser Pfarrer hat die Fahne bestellt, höchstpersönlich. Ja, genau. Jetzt müssen wir den Film machen, wenn er sie hieß. Wie gibt es denn an? Real Hissen, ja. Auf Instagram, genau. Mhm. Ja. Gibt es sonst was zu dem Thema? Liegt euch noch was auf dem Herzen? Ja, ich finde es halt einfach, das jetzt da einfach so vor Ostern raus, jetzt hauen. Das ist das Nächste, oder? Wo du denkst, okay, was soll jetzt das? Mhm. Wir haben jetzt das Osterfest vor uns als das, der Höhepunkt vom ganzen Kirchenjahr. Und da soll es eigentlich um andere Themen gehen, als wir um sowas. Mhm. Ja, das finde ich auch ein bisschen sehr misslungen. Kein gutes Timing. Nein, nicht wirklich. Mhm. Ja, was ich nicht ganz verstand, nur um das vielleicht abschließend, ich habe vorher ja das Statement vom Papst, oder? Davor, also na gut, das ist ja wieder. Wie viel darf denn jetzt, oder wie viel Meinung hat der Papst bei sowas? Kann man das abschätzen? Naja, er muss es auf jeden Fall unterschreiben, vor der Susse gehen. Und ja, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt. Ich vermute halt, dass irgendwann gleich das Gas ausgeht, hätte man gewusst sagen. Dass er jetzt einfach mit seinem Alter auch schon mit der Sache, was er jetzt da alles probiert hat, die Kirche da auch zum Guten hin zu verändern, sage ich jetzt einmal, dass er da vielleicht doch mit der Kräfte am Ende ist. Mhm. Und er wahrscheinlich nicht will, dass irgendwo am Ende von seinem Pontifikat eine Spaltung der Kirche steht. Da kann man vorstellen, dass ihn das jetzt umtreibt und dass er halt auch merkt, wie da die Fronten aufeinander prallen und dass er drum da jetzt einfach diesen Strömungen nachgehört. Ja. Ja, weil ja, zum Beispiel, ich kenne die Bücher von Andreas Englisch. Der hat dann über jeden Papst, der da Bücher veröffentlicht hat. Und der Kämpfer im Vatikan, das kann ich euch voll empfehlen. Das ist voll gut, das ist gerade, wo die Amtszeit vom Papst angefangen hat. Und ich sehe gerade, er hat ein neues Buch, das muss man glaube ich besorgen, der Pakt gegen den Papst. Das klingt schon so ein bisschen nach Dan Brown. Schon voll, gell? Das klingt genauso. Oder so nach Designated Survivor, das ist eine Verschwörungstheorie, wo ich so gern habe. Aber der Kämpfer im Vatikan, das kann ich jedem nur empfehlen, weil dort, ja, so ist er im aufgenommen worden, oder? Und wirklich als Kämpfer und als modern. Und viele haben heute noch das Bild für ihn, oder? Mhm. Und sagen, er hat doch so einen super Papst, oder? Und irgendwie so unser moderner, also der hat das schon, und das hängt dann schon ein bisschen nach, im positiven Sinne, oder?
Ja, vielleicht ist ja kein, vielleicht ist ja nicht der Revoluzer, der man sich da irgendwie wünschen täte, oder? Er hat viel revolutioniert, glaube ich, von seiner Ansätze her. Aber zum jetzt wirklich da diese heißen Eisen bis zuletzt quasi zur Reform zu bringen in der Kirche. Das ist ein bisschen viel für ein Pontifikat. Ist es ein bisschen viel, ja. Vor allem für einen, ich vermute, dass er da ziemlich allein auf weiter Flur unterwegs ist. Das ist es halt, oder? Da wird das jetzt halt nochmal einen Bruder, der ähnlich gestrickt ist, und dann könnte was weitergehen. Genau. Apropos Papst, darf ich euch eine Anekdote zum alten Papst sagen? In meinem Lieblingspodcast, wo überhaupt nichts mit Kirche oder sowas zu tun hat, den haben sie doch heute Morgen gesehen, das, wo der Papst Johannes Paul gestorben ist, war gerade die Echo-Verleihung, oder? In Deutschland der bekannteste und wichtigste Film- und Fernsehpreis. Und der ist dort im Spital gewesen und irgendwie so kurz vor, wo Schnieschnaschappi, kennt ihr das Lied noch? Ja. Die ist auf Bühne und so, und dann hat derjenige Podcaster da sich denken, ja, und jetzt stirbt der Papst, oder? Weil man hätte ja schon gewusst, er liegt da im Sterben, oder? Und dann kommt der Schnieschnaschnappi und so. Und man hat tatsächlich, und das finde ich schon ein cooles Statement, auf der Aftershow-Party keine Musik gespielt, weil der Papst gestorben ist. Oh, wow. Das ist schon, aber, oder? Das war, wenn ist der gestorben? 2005 oder so? Ja, genau. Ja, so. Ich weiß das, weil wir waren nämlich gerade an dem Wochenende zu Besuch bei Oma und Opa, und danach mussten wir am Abend noch in die Kirche gehen, und ich fand das damals mega nervig. Genau, stimmt. Weil wir waren nämlich in Rom, also nicht zu dem Zeitpunkt, aber ziemlich frisch, wo der Benedikt, angefangen hat. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, muss man sich fragen, wenn der jetzige Papst sterben täte, oder? Ob denn immer noch so eine Veranstaltung, wo in der medialen Welt, wo ja eigentlich gar keine Grenze hat oder gar nichts heilig ist, oder? Ob die immer noch keine Musik machen hätten. Sie sagen, haben gesehen, ihr dürft schon feiern, aber wir machen einfach keine Musik, oder? Also es ist schon klar, muss schon sein, ist ja alles gesponsert, der ganze Champagner und so. Wäre ja schade, wenn der hergeht, oder? Das ist aber sehr interessant. Ja, ich habe auch gedacht, dass der einfach nicht Mann, ne? Dass der das doch noch irgendwas bedeutet. Ja. Oder der ist doch noch was heilig gewesen. So als unnötiger Fakt am anderen Rande. Gehst du auch eine Rubrik? So. Der unnötige Fakt. Ja, genau, das muss ich machen. Gibt es eine neue Rubrik danach? Und wissen da, was sie noch gefunden haben? In der NZZ, es ist ja kein Klatschblättli NZZ, sondern es ist ja doch eine gute, ernstzunehmende Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, ist am Samstag drin gestanden, Fitness unter dem Jesuskreuz. Viele Kirchen stehen leer, da stellt sich die Frage, abreißen oder als Hotel, Supermarkt und Kulturzentrum umnutzen. Was halten denn ihr davon? Da ist jetzt zum Beispiel in Hannover, ist aus einer Kirche, aus einer evangelischer Kirche ein Wohnheim, ein Studentenwohnheim gemacht worden. Oh. Könnten ihr euch das vorstellen? Zum in so einem Wohnheim, Hotel oder was auch immer, was es denn ist, oder irgendwie zu übernachten. Das wirklich strange, oder? Oder wie steht das da an. Oh, warte, das ist eine. Was? Frage an die Geologen. Die Geologen, ja. Was die Geologen nicht wollen, wo zu denken. Das Fundament ist, oder? Das Gesteinsfundament. Ja, aber also für mich ist es weniger eine theologische, sondern mehr eine spirituelle Frage, oder? Also ich bin halt, was sowas angeht, eher ein kleiner altmodisch gestrickt. Ich fände es, beziehungsweise du müsstest halt viel im eigenen Kopf umkrempeln, oder? Also am Anfang wäre es mega ungewohnt und dann müsstest du es halt einfach wahrscheinlich bei dir selber einiges an Arbeit betreiben im Kopf, dass du es anders konnotierst. Mhm. Weil wenn ich es jetzt zum Beispiel nicht wüsste, oder? Also wenn ich in einem Hotel aber ich schaute, das ist ja ein Glockenturm. Weißt du, es gibt moderne Kirchen, da sieht man es. Ja gut, aber die müsste man nicht. Ja genau, die muss man nicht. Ja, oder? Sondern es sind die alten Kirchen, oder? Wo einfach. Ja, aber nehmen wir es jetzt mal an, aus irgendeinem Grund, ich bin so doof und ich merke das nicht. Checkst du die schöne Band? Und Wandverzierungen und bunte Gläser und so.
Ja, aber wenn du sowas umfunktionierst, ist halt die Frage. Also das blieb meistens schon so. Also da steht zum Beispiel, dass die nehmen Kirchenbänke, alte Kirchenbänke als, was eben dazwischen steht der Grill und so. Okay, wow. Und vor einer Kirchenbank steht eine Tischtennisplatte zum Beispiel. Okay. Und so. Also, ja, da nimmt man alles. Und das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Ich glaube, in der Schweiz sogar. Und ich glaube, sogar im Rheintal irgendwo. Ist so eine Kirche umfunktioniert. Also ist ganz interessant. Das ist schon eine Variante, um die jungen Leute in die Kirche bringen, oder? Ja, zum Beispiel. Du, wir haben ja schon von Silent Disco in der Kirche geredet, oder? Es gibt da, muss ich gerade noch sagen, zu dem Thema, weil es ein ganz interessantes Projekt gab oder gibt. Das erzählt unser Professor für Pastoraltheologie gerne. In Stuttgart hatten sie eine Kirche, St. Maria. Und da ist auch irgendwie der, weiß gar nicht warum, aber sie haben dann überlegt, was tun wir mit dieser Kirche. Ne? Und dann haben sie ausgeschrieben quasi für die Leute in der Stadt und die Passanten und alles, wir haben eine Kirche, haben Sie eine Idee? Okay. Und dann konnte man da quasi an so Pinnwänden, weißt du, halt so aufschreiben, ja, St. Maria als, war dann der Titel quasi, St. Maria als Veranstaltungszentrum, St. Maria als Ausstellungsraum, St. Maria als bla bla bla, musst du vielleicht einmal im Internet schauen, haben sie dann haufenweise verschiedene Sachen. Wobei ich nicht weiß, müsste ich mich auch nochmal genauer informieren, ob da dann wirklich quasi gar keine Gottesdienste mehr stattgefunden haben. Oder das weiß ich jetzt nicht genau. Michael, der hättest du übernachtet? In so einem kirchischen Hotel? Wenn ich sonst nichts finde. Ja, es ist schon. Ich möchte mich da der Franziska anschließen. Es ist sicherlich ein komisches Gefühl. Also ich war schon mal in so einer kleineren Kapelle im Südtirol, war das. Die war so umfunktioniert als ein Lokal. Ich glaube sogar ein Irish Pub oder so. Nein, wirklich? Ja. Und das ist schon gewöhnungsbedürftig, weil es halt irgendwie, ja, ich finde, wenn es ein Student daheim ist, dann kann ich eher noch damit. Oder wenn es irgendwie an einem sozialen Zweck, der noch zugeführt wird, dann finde ich das eh nicht so schlecht, vor allem, dass es Leerstall hat oder abriest, wenn man wirklich keine Verwendung mehr dafür hat. Aber denn irgendwas ich jetzt mache, ich weiß auch nicht. Kommerziellen Zwecke, da oder? Da habe ich irgendwie auch hätte ich wahrscheinlich eine kleine Hemmung, um da jetzt einfach so ein Zimmer buchen und sagen, boah, cool, das ist auch für eine Kirche oder so. Aber ja, wenn da jetzt Einrichtung von der Caritas drin ist oder Suppenküche oder wenn man da im Winter halt obdachlose Speisen oder was weiß ich. Ja, das ist das Thema, oder? Genau. Mhm. Und das wird wahrscheinlich bei uns auch irgendwann einmal kommen, dass man sich überlegen muss, was tut man jetzt mit der Kirche, die wir nochmal brauchen. Und ich hoffe, dass man dann wirklich, also bin mir sicher, dass sie da sinnvolle Lösungen für die Nachnutzung dennoch finden. Aber es ist schon, es tut schon irgendwie weh, wenn man sieht, okay, die Zeiten der Volkskirche sind vorbei und das ist halt irgendwie ein untrügliches Zeichen, oder? Ja. Da über 2000 Kirchen wurden in den Niederlanden bereits zweckentfremdet oder verkauft. Weitere 1700 sollen bis 2030 folgen. Puh. Ist ja brutal, oder? Was? Wahnsinnig. Und das ist aber nicht nur katholische, sondern auch evangelische Kirchen. Okay. Aber natürlich muss man sich über Leerstand auch für Kirchen Gedanken machen. Aber da bin ich auch so wie du. Also, der hätte so besser finden, aber irgendwie karitativ also oder sowas. Was mir in dem Zusammenhang immer gleich stutzig macht, ist, dass der Evangelische auch die ganzen Leute davor springen, weil die hätten ja quasi alle kirchenpolitischen Themen umgesetzt, die wir gern hätten. Das ist ja so ein beliebtes Argument. Aber offensichtlich laufen die da genauso davor. Also, wahrscheinlich könnte man das nicht einmal aufhalten mit irgendwie einer riesen Reform und jetzt dürfen alle Priester heiraten und Frauen werden Priesterinnen. Ich meine, dass man genau gleich wenig, unter Umständen genau gleich wenig Leute hat. Oder immer weniger Leute hat, dass das gar nicht so der entscheidende Punkt ist. Und allerdings auch mit der Kirchensteuer, oder? Kirchenbeitrag, wo man oft argumentiert, ich bin der Evangelie genau das Gleiche, oder? Wo mitunter sogar noch mehr höhere Gebühren verlangen. Aber für mich, weil in Deutschland ist es Wahnsinn. Also für mich hinkt das Argument trotzdem. Das möchte ich auch klarstellen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, weil es bei den Evangelischen auch einen Schwund gibt von den Gläubigen,
sollen wir die Reform nicht machen. Ah, das, ja, auf jeden Fall. Das ist ja in dem Sinne auch kein Argument, oder? Zum, weil entweder man macht was aus Überzeugung oder man lässt es bleiben, oder? Und was dann natürlich die Effekte sind, das muss man sich dann anschauen, aber man macht es ja nicht irgendwie, dass man den Gläubigen in den Schwund stoppt, sondern dass man die, wo da sind, da einfach auch mit Überzeugung diese, bei dieser Gemeinschaft dabei sein können und man da einfach authentischer und mehr im Sinne vom Evangelium zusammenlebt in der Kirche, oder? Das ist der Grund für Reformen, die man immer wieder machen muss. Aber jetzt glaube ich nicht aus irgendeinem Kalkül raus, ja, dann blieben die Leute eher oder so. Von dem her hinkt das Argument, finde ich, das da immer wieder gebraucht wird. Aber es ist jetzt wirklich nur am Rande eingehakt zu dem, was du da gesehen hast. Mhm. Das ist schon krass, ja, mit 2000 Kirchen in den Niederlanden. Mhm. Das sind wahrscheinlich auch größtenteils evangelische, vermute ich. Vermutlich. Also das in der Schweiz ist auch eine evangelische Kirche gewesen, wo ich dort gesehen habe. Okay. Mhm. Ja, weil, also für mich hätte es eher so, dass die Evangelier können sich mehr schneller trennen. Könnte man ja auch so sehen. Die können sich mehr trennen und im katholischen Glauben, da heben sie sich nur an dem, oder? Mhm. Und der Pfarrer predigt, bis gerne mal da ist. Wer weiß, man müsste sich natürlich anschauen, wie schaut es in den Städten und Gemeinden von den Niederlanden aus, wo jetzt da Kirchen verkauft worden sind. Vielleicht ist da eine ganz lebendige Gemeinde da, die halt nur mal so an einem Ort oder an einem Gebäude hängt, sondern wo es vielleicht eine ganze heterogene Gruppe oder wo es dort eine Gruppe gibt und dort eine Gruppe, das kann ja auch sein. Genau. Also wo man sich, glaube ich, immer genau hat. Ja, aber das ist auch, oder, in deiner, zum Beispiel in deiner Kamingespräche, wo ich da dabei gewesen bin, wo die Lisa Quarch oder Tobias Sauer geredet haben. Ich meine, die reden alle, oder, dass diese Form Sonntagsgottesdienst, oder, wird irgendwann einmal aussterben. Vermutlich, vielleicht, oder? Und dennoch braucht es auch solche Räume mehr, oder? Zum Beispiel. Wenn dann mal dieser Treffpunkt ist, weil man Glauben und Kirche irgendwie anders lebt, denn, oder? Wer weiß, was in 20 bis 30 Jahren ist, da gibt es jetzt schon Studien, wo Berufe, wo unsere Kinder bzw. Enkel dann mal haben würden. Und die haben nichts mehr mit dem zu tun, was wir jetzt schaffen, oder? Sondern, ja, ist ganz viel nur noch auf digitaler Ebene zum Beispiel, wo das passiert, oder? Und das geht ja jetzt schon in diese Richtung, dass viele eine digitale Kirche ja bevorzugen und viele das bedienen, oder? Ja, wobei, also für mich ist das eine Krücke. Warum? Also Kirche lebt für mich von Beziehung und Beziehung kann ich halt nur bedingt über solche Laptop-Bildschirme irgendwie lernen, auf Dauer. Also für mich, aber du darfst nicht vergessen, dass sich die Menschheit verändert, oder? Was? Ja, aber ich glaube, die Sehnsucht nach persönlichem Kontakt und persönlicher Erfahrung miteinander, das wird sich auch nicht verändern, glaube ich. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal alles nur noch digital und nur noch mit Bits und Bytes erfolgt, sondern das soll irgendwie, dann wäre der Mensch nur mal Mensch irgendwie. Ja. Und das ist das Beängstigende. Und vielleicht müssen wir das einmal separat behandeln. Mhm. Weil von einem Freund von mir, die Frau, die macht jetzt gerade eine Ausbildung und er hat uns da so, aber diese Berufe vor der Generation Corona, Generation Alpha, Post-Corona-Generation 2026 bis 2049, oder? Was die, wie die lebt und was die denn für Berufe haben wollen, oder? Und aber das ist das, wo mit uns fast nichts mehr zum Tour hört, oder? Mit dem, was wir jetzt so kennen. Und das ist so, also es ist nicht irgendwie ein Schmafu, irgendwie eine Verschwörungstheorie. Das erinnert mich an Zurück in die Zukunft. In dem Jahr sind wir ja jetzt, oder? 2021. Von dem Film Zurück in die Zukunft. Jetzt, aber ist 20, für Zurück in die Zukunft 2015. Da hat sich viel verändert, oder? Aber grundsätzliche Sachen sind alle geblieben. Also Hoverboards gibt es immer noch nicht, wo flügeln. Meine Kinder denken sich so gern. Wird es noch länger nicht hier? Ich glaube, das Fass müssen wir mal separat aufmachen. Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Ich, ja. Ich halte es da mit Martin Buber, der Mensch wird am Blut zum Ich. Also ich hasse dieses ganze digitale Zeug. Das kam mir total isoliert vor. Aber ja. Ja, aber du hast gesehen, jetzt in der Corona-Zeit, wie schnell das gegangen ist, oder? Wie schnell alle umgeswitcht haben, oder? Und dass es dir normal gewesen ist, quasi, oder? Auch wenn jeder sagt, oh,
ich möchte schon gern wieder. Oder? Aber es waren alle die Nase voll. Also ja, aber wenn das nur länger so lieber muss. Ja, also ich glaube schon auch, dass doch innen drin die Sehnsucht bleibt, nachdem, auch wenn du dich dran gewöhnst. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der gewöhnt sich relativ schnell. Aber er vergisst ganz schnell, was er, oder? Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das tief drin trotzdem bleibt, dass du weißt, eigentlich sollte das so nicht sein. Wenn die heutige Jugendliche auch schon. Aber ich glaube, das würde man echt an separat. Du sag mal, wie viel On-Air-Time haben wir schon? Wir reden schon wieder viel zu. 41 Minuten. Oh, wir müssen OBG führen. Boring. Wir kommen aber heute auch von einem ins andere. Von Pontius zu Pilatus. Ein boring Jingle vielleicht. Ja, genau. Boring jetzt Move. Oder diesen, was ich dir auch letztes Mal erzählt habe, diesen Bullshit-Button aus Fuck You Goethe. Schon mal, was sie für eine die Pastoralassistentin für eine Fäkalsprache hat. Wer hätte das machen? Ja, ich würde sagen, wir schließen jetzt. Wenn können wir unseren nächsten Podcast veröffentlichen? Nach der Ostern. Nach der Ostern. Nach der Karwoche vor Ostern. Oder? Da sagen wir noch, warum der grüne Donnerstag nicht grün war. Mhm. Ja, das können wir genau her. Ja. Das können wir ja gut noch her. Warum der immer noch violett ist und nicht grün? Mhm. Und warum er uns. Ja, okay. Was? Mit grün und blau ärgern. Das erklärt der Herr Pastoralleiter dann in der nächsten Folge. Super, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gern wieder einen Daumen hoch machen und unbedingt unseren YouTube-Kanal abonnieren und alle anderen Kanäle, wo so umeinander sind, von der Pfarre Weiler und natürlich auch der Seelsorgeregion. Und ja, sag mal Tschüssi. Mhm. Schön war's. Schön war's. Danke. Tschüss. Schöne alles Liebe, alles Gute. Schöne Feiertage. Tschüss. Hey, wann's frei. Ciao, Lebe.